ganz oben im Dachgeschoss sehen wir die Rauminstallation von Martin Eckrich, da hinten, und seine Collagen. Und er arbeitet allgemein gattungs- und genreübergreifend. Bekannt ist er für seine Malerei, aber auch eben und vor allem durch seine einnehmenden Installationen, Kulträume und auch, kann man sagen, durch seine ausdrucksstarken Performances. Hier zeigt er ausgewählte Gemälde, Collagen und die erwähnte Rauminstallation im Dachgeschoss. Zur Installation schrieb er einen erläuternden Text, der betitelt ist Die Flucht, der liegt oben aus, wer es gerne lesen möchte. Die Installation ist, wie er sagt, als großes Gebet zu sehen. Und der Ort, das Dachgeschoss, ist dabei bewusst gewählt, denn für ihn gilt, wäre ein Haus, ein Gehirn, säße das Unterbewusstsein dort. Bei Martin Eckrich ist generell der Mensch sein Interessensfokus. Zerrissene Schönheit des Lebens, dieses Zitat von Cornelia Kurr, trifft es meines Erachtens ganz genau. Die Menschen, die er darstellt, sind nicht einfach abgebildet, sondern es geht weit darüber hinaus. Sie sind gegenständlich, aber doch auflösender Konturen. Die übergeordnete Fülle an grafischen Elementen lässt alles explosiv, nicht einfach nur expressiv erscheinen. Es drängt nach außen, als wäre die plane Zweidimensionalität des Blattes viel zu wenig. Die Füllung des ganzen Raumes sei noch nicht die Grenze. Und wieder bewegt sich auch hier alles im Konträre. Motiv, Technik, Intention, Wahrnehmung. Und doch geht es letztlich bei ihm um das Elementarste, den elementarsten Gegensatz überhaupt, könnte man sagen, den Jean-Paul Sartre treffend benannt hat, mit Lettre et le Néant, das heißt das Sein und das Nichts.